Also im Vergleich zum normalen Curling ist bei der Cherokee so, dass sie leichtere Steine haben, die haben etwa 11 Kilo. Die Lauffläche ist die gleiche wie bei den erwachsenen Steinen. Dann dort brauchen sie weniger Schubkraft wie wir Erwachsenen. Sonst, die Regeln sind eigentlich die gleichen. Sie spielen auf dem gleichen Feld mit den gleichen Bässen. Sie spielen 4 End, das ist normal der Cherry-Turnier und auch hier der Cherry-Schweizermeisterschaft. Was speziell ist an der Schweizermeisterschaft, ist, dass es über 2 Tage geht und wir jetzt in dem Fall mit 8 Teams Round Robin mit 7 Spielen machen. Sie spielen sehr schönes Girling, was halt einfach ein bisschen heikler ist mit den kleineren Steinen. Wenn man ein bisschen verdrückt, sind sie einfach schneller weg. Aber sonst eigentlich recht gutes Niveau schon, für das, dass sie ja Cherry-Rocker sind im Alter von 8 bis 12. Sie nehmen es genauso ernst an, aber untereinander haben sie eine lockere Stimmung, reden auch quer über den Ring hinein einmal. Also nicht, dass sie jetzt so über drei Ring hinein reden, aber mit dem Nachbarn. Und, ja, und hocken auch zusammen und auch in der Garderobe. Ist es ganz lustig.